Hallihallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zum neuesten Video auf Eric Goes to USA. Ja, liebe Leute, es ist nicht mehr der Au-pair-Kanal, auf dem es ab und zu auch mal Basketball-Videos gibt. Denn ich bin kein Au-pair mehr, deswegen kann ich dieses Intro nicht mehr machen. Nichtsdestotrotz kommt jetzt ein geiles neues Video, auf das ich mich schon sehr, sehr lange gefreut habe. Viele von euch haben sich darauf vor allem gefreut, beziehungsweise viele von euch wollten das sehen. Ich wurde immer wieder gefragt in den Kommis, in Instagram-DMs, auf Snapchat, ob ich nicht endlich mal ein Sneaker-Collection-Video machen kann. Ich dachte mir immer so, ja, okay, muss jetzt nicht unbedingt sein und das ist jetzt auch nicht dazu da, um irgendwie zu zeigen, was ich hab oder so, oder um zu sagen, yo, ich bin voll reich oder irgendwie so ein Scheiß. Bin ich nämlich nicht. Man muss in seinem Leben halt Prioritäten setzen. Wenn ihr zum Beispiel ein Auto unbedingt haben wollt, dann spart ihr auf ein Auto. Wenn ihr eine Sneaker-Collection haben wollt, spart ihr auf eine Sneaker-Collection. Wisst ihr, was ich meine? Ich zeige euch heute meine Jordans. Alle bis auf ein paar, weil das ist noch in Amerika bei Sierra, bei meiner Freundin. Die wird das noch hier rüber schiffen. Das sind die Jordan 10s I'm Back, diese schwarz-weißen. Habt ihr bestimmt irgendwo auch auf meinem Instagram gesehen oder so, wenn ihr mir wirklich folgt. Aber ja, Mann, jetzt geht's los mit dem ersten Paar. Also als allererstes wollte ich euch den Jordan 1er Atlanta zeigen. Das war der allererste Jordan, den ich mir jemals gekauft habe, soweit ich weiß. Also wirklich der allererste. Ich hatte damals noch nicht wirklich Ahnung von Jordans und so. Irgendwie fand ich die Farben geil. Heutzutage, Alter, den würde ich niemals tragen. Also was heißt niemals? Zumindest habe ich kein Outfit, mit dem ich den hier tragen würde. Er sieht einfach zu bunt aus irgendwie. Also ja, Jordan 1er, das ist auch mein einziger Jordan 1er. Wir können ja einfach chronologisch vorgehen, ne? Nach den Nummern der Jordans. Da haben wir nämlich als nächstes einen sehr, sehr geilen Retro-Schuh am Start, und zwar den Jordan 3er 88 oder True Blue. Ein sehr, 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 sehr geiler Retro-Schuh, Alter, mit diesem geilen Ding hier dran, hinten Nike Air drauf anstatt dem Jordan-Symbol. Das ist halt, macht das Ganze extra retro. Ich liebe einfach diese Muster hier auf den 3ern. Die sind einfach fresh, Alter. Muss einfach so sagen. So sieht's von unten aus. On to the next one. So, 3er, dann kommt 4er. 4er habe ich nur einen, und zwar den hier. Den habt ihr bestimmt auch schon ein paar Mal gesehen. Den Jordan 4er Royalty. Ist ein ganz nicer, solider Schuh. Viele mögen das nicht wegen diesem Gold hier, mit diesen Goldakzenten, aber ich finde das ganz fresh eigentlich. Ich finde das nicht zu bling bling. Hinten Gold Jordan auch drauf. Diesen Schuh gibt es auch in komplett weiß und dann mit so einem Silberakzenten. Den würde ich auch gerne noch haben. Also mal gucken, ob ich mir den irgendwann holen kann. Den hier trage ich relativ viel, deswegen ist er ein bisschen abgeranzt so. Ist ein nicer Schuh. Nach der Nummer 4 kommt natürlich die Nummer 5. Da haben wir einmal den Jordan Fire Red am Start. Jordan 5er Fire Red war früher mein absoluter Lieblings-Jordan, Alter. Mittlerweile, das kann man glaube ich auch sehen, dass es mein Lieblings-Jordan war. Den habe ich sowas von viel getragen. Der ist halt todesabgeranzt. Die Sohle hier war mal Icy. Also so, das werdet ihr gleich noch bei einem anderen Jordan sehen, was Icy heißt, falls ihr es nicht wisst. Sehr, 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 sehr fresher Schuh auf jeden Fall mit der Nummer 23 hier am Stüssel. Finde ich richtig geil. Den habe ich früher in der Schule die ganze Zeit getragen, Alter. Und das war auf jeden Fall einer meiner Lieblings-Jordans. Nächster Jordan 5er ist der Jordan 5er Bronze, also Bronze. Deswegen hier diese Bronze-Sohle. Soll zumindest Bronze sein. Sieht ein bisschen aus wie so ein Rose Gold oder sowas. Aber soll Bronze sein. Das hier ist auch ein Jordan 5er und hier kann man die Icy Soul sehen. So soll das eigentlich auch bei dem Fire Red aussehen. Sieht es aber nicht mehr, weil ich den so viel getragen habe. Diesen Schuh habe ich noch kein einziges Mal getragen. Ich liebe auch hier unten diese Bronze-Gold-Akzente, wie auch immer man es nennen will jetzt. Aber einfach dieses komische, hey, was ist das überhaupt für ein Blau, Alter? So ein Metallic Navy Blue oder so und dann dieses Rose Gold oder Bronze, Alter. Finde ich einfach mega fresh. Hinten ein kleiner Jumpman drauf. Auch sehr nicer Schuh. So, nach der Nummer 5 kommt die Nummer 6. Wo sind denn meine 6er? 6er habe ich ein paar mehr tatsächlich. Ich habe 3 6er. Fangen wir mal mit dem 6er Golden Harvest an. Den habe ich mir einfach geholt, weil ich dachte, es wäre ein nicer Herbstschuh. Es war zwar noch nie Herbst, seitdem ich den hatte. Also ich habe mir den eigentlich im Winter geholt, glaube ich. Die Sohle finde ich übrigens fresh. Aber wenn hier jetzt in Deutschland Herbst ist, dann werde ich den auf jeden Fall rocken. Hier drin steht 1991 drauf. Ich weiß nicht genau wieso, aber es ist fresh. Und den habe ich auf jeden Fall auch noch kein einziges Mal getragen, aber wird auf jeden Fall im Herbst dann passieren. Auf jeden Fall solider Herbstschuh. Der nächste 6er, den ich habe, ist der 6er Maroon. Der ist auch mega, mega fresh. Maroon ist ja dieses Rot hier, dieses Maroon Red. Deswegen heißt er so. Hat man hier oben an der Zunge und hier unten diese Akzente sind auch Maroon Red. Und dann unten drauf der Jumpman Maroon Red. Sehr, sehr fresh. Hinten das Nike Air drauf für den extra Retro-Look. Der war auch gut teuer und das ist halt auch einfach ein geiler Retro-Schuh. Und ich hatte den an meinem Abi-Ball, habe ich den getragen. Top. So, und dann der letzte 6er, den ich habe, ein absoluter Special-Schuh, Alter. Der 6er Gatorade in der Special Edition in komplett grün mit diesen orangenen Akzenten. Todesfresh. Hier noch ein extra paar Laces dran, also Schnürsenkel in weiß. Hier dieses Mini-Gatorade-Zeichen da, richtig fresh. Hinten der Jumpman drauf. Dann natürlich auch dieses geile Schild mal wieder dran. Hier in der Innensohle steht, if I could be. Das soll natürlich von Be Like Mike
If I could be like Mike, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, sein. Untersohle sieht halt auch mega fresh aus und dazu wollte ich euch noch kurz den Karton zeigen. Der Karton ist nämlich auch richtig geil, Alter. Hier steht so Mike drauf, dann diese Gatorade-Blitze überall. Wenn man den aufmacht, Junge, steht hier drinne, be like Mike, mega fresh. Und dann ist hier einfach ein Gatorade-Handtuch dabei. Wie fresh ist das bitte? Und auch das Material von der Box ist todesgeil. Das ist so ein bisschen rau irgendwie. Richtig geil. So, ich sehe schon, ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich habe noch ganz schön viele Paare vor mir und die Aufnahme geht schon ziemlich lang. Nach dem 6er kommt der 7er. 7er habe ich einmal die Baby Blues am Start. Finde ich einfach ziemlich cool so mit der Farbe irgendwie. Ist mal was anderes. Habe ich bei Flight Club gekauft. Mit den silbernen Dingern hier an den Schnürsenkeln finde ich sehr fresh, wenn ihr es sehen könnt. Sohle auch sehr clean. Habe ich auch noch nie getragen. Nächster 7er, den habe ich mir von einer langen Zeit geholt. Ist der 7er Hair. Er kam irgendwie mit diesem Bugs Bunny Zeug da raus. Ich weiß gar nicht mehr genau, was da los war. Aber es war irgendwie von diesem Film Space Jam oder so. Sehr, sehr freshe Sohle. Einfach so bunt. Es ist halt so ein weißer und gleichzeitig bunter Schuh. Das finde ich ganz nice. Man kann es jetzt nicht richtig sehen, aber die Zunge hier ist halt auch mega bunt und auf jedem Paar beziehungsweise auf jedem Schuh eines Paares ist die Zunge anders gemacht. Das ist sehr geil. Hinten die 23 drauf, finde ich mega fresh. Als ich den geholt habe, wurde auch das T-Shirt mitgeliefert, Kicks on Fire. Und das kleine Armband hier, Kicks on Fire. Warte, wo ist es? Sneakerhead, kicksonfire.com. Sehr, sehr nice. Also der kam mit einem T-Shirt und dem Armband, was ich sehr fresh fand. So, dann kommen wir jetzt zu den 8ern. 8er habe ich einmal den hier. Ich habe immer wieder vergessen, wie der hieß. Aus irgendeinem Grund. Mir liegt es auf der Zunge, aber ich weiß es nicht. Ich nenne ihn einfach nur den Tank 8er, weil er aussieht wie so ein Panzer, Alter. Der ein richtig brutales Tier. Diese Schlaufen hier sind jetzt gerade festgemacht, weil ich keinen Bock habe, die alle abzunehmen und so. Aber das hier, da vorne drauf ist so Filzmaterial. Das ist sehr, sehr nice. So Plüsch irgendwie. Dann hat man hier auf dieser Schnalle die 23. Das ist die Sohle. Nice. Den habe ich auf jeden Fall auch noch nie getragen. So, jetzt kommen wir auch zu einem ganz speziellen Schuh. Dem 8er Confetti. Der hier, Alter. Das ist mein absolutes Prachtstück. Zumindest vom Preis her. Der war am teuersten. Ja, ist einfach ein wunderschöner Schuh, wie ich finde. Einfach dieses Weiß-Gold. Sieht sehr edel aus. Hier dieser Jumpman. Richtig nice. So Plastik. So Hartplastik. Und dann dieses Plüsch außenrum. Hier so ein geiles Ding dran. Dann hat man hier irgendwie so Fingerabdrücke drin in diesem goldenen. Wahrscheinlich Michael Jordans Fingerabdrücke oder so. Keine Ahnung. Hier wieder eine kleine 23 drauf. Und das ist von unten. Also ich finde den sehr, sehr fresh. Und dazu, weil er natürlich Confetti heißt, ist auf dem anderen Paar Confetti mit dran gebunden. Also wirklich, das ist ein geiler Special-Schuh. Den feiere ich richtig hart. Nach den 8ern, ich habe keinen 9er leider. Ich will den 9er Baron sehr gerne haben. Den 9er Cool Grey will ich haben. Mehr weiß ich gerade nicht. Ich habe einen 10er. Das ist der 10er Los Angeles City Pack. Nices Blau, finde ich sehr fresh. Unten bei den 10ern stehen ja immer die Sachen drauf, die Michael Jordan erreicht hat. Was sehr, sehr geil ist. Also zum Beispiel 85 Rookie of the Year oder 91 MVP Championship und so weiter und so fort. Und das ist sehr, sehr fresh. Von den 10ern will ich auch noch eine Menge haben. Den hier habe ich auch ziemlich viel getragen bisher schon. Und von den 10ern will ich zum Beispiel den Paris haben. So, und zu guter Letzt meine 11er. Ich habe nämlich immer noch keinen 12er und danach habe ich eh keine mehr, weil ich die nicht feiere. Bei den 11ern habe ich einmal den 11er Low Cherry Red. Den Schuh, weiß ich nicht, ob ich den wirklich so geil finde. Also der hat halt eine Icy Soul und dann dieses Rot ist aber halt so Lack. Also wie bei den 11ern halt üblich. Ist irgendwie so glänzend. Dann hat man hier dieses geile weiche Material ringsrum überall. Also ist schon nice auf jeden Fall gemacht so. Ah, super. Okay, Leute, sorry für die technischen Probleme mal wieder. Ich muss irgendwie mal was mit der Speicherkarte machen, weil jedes Mal bricht die Scheiße ab. Aber jedenfalls, wo war ich denn stehen geblieben? Beim 11er Low Cherry Red. Nicer Schuh habe ich noch nie wirklich getragen, weil ich den nie richtig krass gefeiert habe. Ich habe mir den damals geholt, weil ich den in einem Review auf YouTube gesehen habe und da fand ich den irgendwie fresh. Als ich den dann in Real Life hatte, na, fand ich den nicht mehr ganz so fresh, aber dachte mir, okay, vielleicht ändert sich meine Meinung darüber noch. Und heutzutage finde ich ihn auf jeden Fall fresher als damals. Habe ich aber, wie gesagt, auch noch nie getragen. Ich wollte übrigens noch einen kleinen Anhang zu dem Schuh hier machen. Und zwar, meine Mom hat den einfach mit richtig krank viel Aufwand hier in Berlin besorgt, als ich in Amerika war, als Geburtstagsgeschenk. Also die ist in mehrere Läden irgendwo Downtown Berlin gegangen und so und hat die alle abgeklappert, angerufen, dies, das, Alter, und hat den dann irgendwie irgendwo noch bekommen. Deswegen Shoutout zu meiner Mom. Vielen, vielen Dank nochmal, Mama. Ich weiß das wirklich zu schätzen, weil das war richtig viel Aufwand. So, und zu guter Letzt der 11er 7210. Zur Erinnerung, dass Michael Jordan damals mit den Bulls diesen Rekord aufgestellt hat mit 72 Siegen, 10 Niederlagen. Der Rekord ist ja mittlerweile eingestellt. Trotzdem geiler Schuh. Erinnert viele ein bisschen an die Space Jams. Ist aber nicht ganz gleich wie die. Hat auch eine Icy Soul. Na wohl, nicht so wirklich. Die ist gar nicht so icy. Aber wie dem auch sei. Jedenfalls ein ganz nicer Schuh. Den habe ich damals zur Abi-Verleihung getragen. Also den Jordan 6er Maroon zum Abi-Ball. Den hier zur Abi-Verleihung. Ihr wisst Bescheid. Ich war immer der Fresheste. Nee, Spaß beiseite.
Jedenfalls ein geiler Schuh. Habe ich aber sonst auch vielleicht zweimal getragen oder so. Wie ihr schon sehen konntet, die meisten meiner Jordans habe ich entweder noch nie getragen oder nur einmal für Special Events wie den Abi-Ball und so. Den Jordan 10er I'm Back habe ich auch bisher nur einmal oder zweimal oder so getragen. Und das erste Mal habe ich den bei Sierras Highschool-Abschluss getragen. Bin ich da auch in diesen 10ern und dann einer geilen weißen Jeans und einem schicken Hemd angekommen. Das war auch ziemlich fresh, muss man sagen. Und ja, Mann, das war es auf jeden Fall mit diesem Video. Es gibt viele Sneaker, die ich noch haben will. Unter anderem als allererstes will ich jetzt endlich mir mal den Jordan 12er Gym Red holen, damit ich endlich erstens einen 12er habe und zweitens haben wir den ja auch mit Abo-Donations zusammenbekommen. Leider ist er dann im Preis gestiegen und so ein ganzer Shit und dann haben die Donations nicht mehr gereicht und deswegen warte ich seitdem, dass er wieder ein bisschen droppt im Preis. Jetzt muss ich aber auch gucken, weil ich nicht mehr in Amerika bin, wo ich den jetzt bestelle und so. Deswegen, man wird sehen, aber das ist auf jeden Fall der nächste Schuh auf der Liste. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von meiner Collection haltet, was ihr für Schuhe am Start habt, welche ihr feiert, welche ihr nicht so geil findet, welche ihr euch holen wollt und dann können wir ein bisschen so einen Sneaker-Talk in den Kommis haben, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr mehr Sneaker-Videos sehen wollt, Sneaker-bezogene Videos, dann lasst auf jeden Fall ein Like da und lasst es mich in den Kommis wissen. Wollt ihr Sneaker-Reviews sehen und sowas, Sneaker-Unboxing, dies, das, wollt ihr das alles sehen oder eher nicht? Lasst mich das mal gerne wissen und ja, Mann, dann würde ich sagen, abonnieren, wenn ihr neue Sachen nicht mehr verpassen wollt, folgt mir auf Instagram und Snapchat und dann haut rein, bis zum nächsten Video, bis dahin, euer Eric. Peace out.